Weise mit sich selbst. Die Ausstellungen Körperwelten sind weltweit die ersten ihrer Art. Anhand echter menschlicher Körper können sich die Besucher über Anatomie, Physiologie und Gesundheit informieren. Alle Exponate werden dabei im weltweit einzigartigen Plastinarium in Guben erstellt, wo die Körper einen aufwendigen Plastinationsprozess durchlaufen und damit naturgetreu konserviert werden. Hier im Plastinarium sieht man im Gegensatz zu den Körperwelten tatsächlich, wie ein Plastinat entsteht. Wir stellen hier Präparate her, zum kleinen Teil auch noch für Ausstellungen, um die weiter zu ergänzen, zum großen Teil aber auch für Universitäten auf der ganzen Welt, die für die Studenten, für die Ausbildung verwenden. Hier sind einerseits Plastinate zu sehen, genauso wie in den Körperwelten auch. Ganz besonders ist hier aber, dass wir hier tatsächlich Präparate herstellen und dass der Besucher bei der Herstellung dieser Präparate unseren Mitarbeitern wirklich über die Schultern gucken kann. Aber im Plastinarium werden nicht nur Plastiken für Körperwelten erstellt, sondern auch für die Wissenschaft. Also ich bin hier in der Präparation von sogenannten Lehrpräparaten zuständig. Das heißt, ich entferne von Menschen oder von Teilen von Menschen Haut, Fett und Bindegewebe und lege anatomische Strukturen frei, die im Endeffekt für Medizinstudenten freigelegt werden müssen, weil die daran quasi ihre anatomischen Kenntnisse erwerben sollen. Das Plastinationsverfahren setzt sich aus 8 verschiedenen Schritten zusammen. Am Ende entsteht dann ein Gestalt- oder ein Scheibenplastinat. Bevor wir überhaupt mit der Plastination beginnen, wird der Körper präpariert. Wir zeigen hier nicht mit Haut und Haaren, sondern möchten bestimmte anatomische Details zeigen. Manchmal die Muskeln, manchmal die Nerven, manchmal das arterielle System. Je nachdem, was wir da zeigen möchten, präparieren wir das eben heraus. Danach findet die eigentliche Plastination statt, das heißt die Konservierung. Dort wird erst Wasser, lösliches Fett durch Aceton entzogen und danach dieses Aceton, das war ein Zwischenschritt, durch Kunststoff wiederum ersetzt, durch eine Imprägnierung in einem Vakuum. Und wenn das Präparat aus dieser Kunststoffbad herauskommt, ist es letztendlich schon fertig, das Wasser und lösliche Fett ausgetauscht, ist aber noch flexibel. Das heißt, danach wird die finale Pose festgesetzt und nach dieser Positionierung wird es gehärtet und dann haben wir ein fertiges Plastinat. Und das kann dann in seinen unterschiedlichen Positionen von den Besuchern der Körperwelten bestaunt werden.